und seine Worte in den Mund nehmen. Achtung, Achtung, auch in Altötting ist das Freiheitsvirus ausgebrochen. Bei Kindern im Speziellen besonders geachtet werden muss. Woran erkennt man eine CO2-Vergiftung? Benommenheit, Kind wird still, Torte und so weiter. Und wie umgehend erste Hilfe geleistet werden kann. Hier müssen auch die Kinder ihren Mitschülern gegenüber sehr stark sensibilisiert werden. Wir fordern dazu auf, dass Lehrer, Eltern wie auch Schüler zu akzeptieren haben, dass es Eltern und Schüler gibt, die aus gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Warum wird es bei den Lehrern ohne Wenn und Aber akzeptiert, bei Eltern und Schülern jedoch nicht? Hier wird differenziert und das darf nicht passieren. Es ist umgehend darauf hinzuweisen, dass deshalb keinerlei Ausgrenzung und Diskriminierung stattfinden darf. Diskriminierung ist strafbar und sollte auch an Schulen so gehandelt werden. Die psychischen Langzeitschäden, die Kinder aufgrund der Ausgrenzung und Diskriminierung erleiden haben, werden verheerend sein. Wer haftet denn dafür? Zusätzlich muss den Kindern spätestens alle 30 Minuten erlaubt oder angeordnet werden, wie es auch im Bundestag empfohlen wird, die Maske mehrere Minuten abzunehmen, um ungefilterte frische Luft zu bekommen. Des Weiteren fordern wir Sie dazu auf, das Lüftungskonzept in Schulen umgehend so umzusetzen zu lassen, dass den Schülern keine Nachteile dadurch entstehen und sie nicht krank werden oder sich nicht auf den Unterricht konzentrieren können und auch dies zu kontrollieren. Wir fordern dazu auf, dass Schüler, die Schwimmunterricht haben, sich entweder die Haare föhnen dürfen oder dieser Unterricht auf den Sommer verschoben wird. Nach uns aktuell vorliegenden Informationen gibt es Fälle, wo Kinder im Anschluss mit nassen Haaren bei geöffneten Fenstern im Durchzug sitzen müssen. Ja, was stimmt denn bei den Lehrkräften nicht mehr? Sollten sich Lehrkräfte nicht an die vorgegebenen Regeln halten, sollte ebenso wie für alle anderen Regelverstöße ein Bußgeld in nicht unerheblicher Höhe erhoben werden. Es kann und darf nicht sein, dass die Gesundheit des einen mehr wert ist wie das des anderen. Wer bitte denkt sich denn sowas aus? Wie perfide ist denn das? Es ist teils widerwärtig, was hier passiert. Wir fordern, wie bereits schon erwähnt, dass auch für Kinder regelmäßige Tragepause angeordnet werden. Nicht nur wie jetzt in den Pausen. Ja? Es kann nicht sein, dass Kinder strengeren Regeln unterzogen werden als Erwachsene. Es kann weiter nicht sein, dass Kinder sogar gezwungen werden, während des Sportunterrichts oder am Wandertagen, also bei körperlicher Anstrengung, Maske zu tragen. Das ist körperliche Körperverletzung. Wir übernehmen hier die Haftung. Müssen angeordnet werden, dass sich die meisten Kinder mittlerweile nicht mehr trauen, die Masken abzunehmen, da ihnen schon viel zu lange eingetrichtert wurde, dass sie sonst schuld an einer etwaigen Erkrankung oder dem Tod älterer Menschen seien, gar Großeltern oder Eltern. Aussage von Dr. Söhler, es ist eine Schande! Wir fordern die Politik dazu auf, sich darum zu kümmern, dass Lüftungskonzepte umgesetzt und kontrolliert werden, die unsere Kinder nicht krank machen. Es kann nicht sein, dass Kinder mit Mützen, Schals, Handschuhen und Decken im ständigen Durchzug sitzen müssen, weil Lehrer jeglicher Bezug zur Realität verloren haben. Und dies geschieht, weil durch den bayerischen Ministerpräsidenten täglich Angst und Panik verbreitet wird. Es reicht. Unsere Kinder sind keine Fliegenböcke und erst recht keine Versuchskaninchen. Danke!
Plazenta ist das Punkt, das ist im Sack drin. Nochmal von unserer Seite der Hinweis, bitte auch hinten die Sicherheitsabstände 1,5 Meter einhalten. Checkt bitte nochmal, Hubschrauber, ist der Abstand von 1,50 perfekt? Dann können wir weitermachen. Ein bisschen Bewegung nach hinten. Ja, ihr kennt das schon. Sehr gut, das sieht gut aus. Dann machen wir jetzt weiter. Yeah.
Mit einem Virus, das bis dato in keinem Labor auf der Welt nach dem Koch'schen Postulat nachgewiesen werden konnte und das mit einem PCR-Test, der keine Infektion nachweisen kann. Selbst der meistzitierte Professor Ioannidis von der Stanford University gab zu, dass Covid-19 harmloser als eine Grippe ist. Nach dem ersten Lockdown hast du tatsächlich die Wahrheit verkündet. Es war ein Test. Du wusstest schon zu diesem Zeitpunkt, dass es zu einem zweiten Lockdown kommen würde. Um hier mal den Menschen die Augen zu öffnen, dass alles von langer Hand geplant ist, zeige ich euch ein Beispiel auf. Für die Vergabe von staatlichen Aufträgen bedarf es einer öffentlichen Ausschreibung mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Wenn die Abgabefrist erreicht ist, kommt es zu einer öffentlichen Submission und anschließend wird der Auftrag erteilt. Nun, erklärt mir bitte, wie Söder und Oberbürgermeister Reiter es geschafft haben, quasi im Nachtsprung Verkehrsschilder für die Maulkorbpflicht in der Öffentlichkeit herzustellen. Liebe Freunde, vor zwei Wochen gab die Kreditreform bekannt, dass in Deutschland 860.000 Unternehmen vor Insolvenz stehen. Vor dem Lockdown. Lassen Sie uns bitte eine milde Zahl von 3 Mitarbeitern durchschnittlich annehmen. Hinzu müssen wir auch den Unternehmer rechnen, sodass wir uns nach dem Lockdown über ca. 4 Millionen Arbeitslose unterhalten müssen. Hinter vielen dieser Nettosteuerzahlern steht auch eine Familie. Könnt ihr euch nur ungefähr vorstellen, was dies für das gesellschaftliche Leben bedeutet? Viele haben Kredite, die nicht mehr getilgt werden können. Es wird zu einer massiven Enteignung kommen. Ich weiß, dass auch hier einige für eine große Umverteilung sind, ich nicht. Wenn jemand ehrlich durch harte Arbeit ein kleines oder auch ein großes Vermögen angehäuft hat, dann steht es ihm in meinen Augen zu. Allerdings darf dies nicht durch irgendwelche Schlupflöcher in Irland begünstigt werden, deren sich große Unternehmen gerne bedienen. Am 18.11.2020 soll in Berlin ein neues Ermächtigungsgesetz verabschiedet werden. Unsere Grundrechte sollen weiterhin extrem eingeschränkt werden und die Justiz in weiten Teilen durch das Infektionsschutzmaßnahmengesetz, insbesondere § 28a, ausgehebelt werden. Glaubt mir, es gibt eine alte Weisheit, was auch immer der Staat jemals zu seinen Gunsten erlassen hat,
wird er nicht mehr rückgängig machen. Herr Markus Söder, Sie meinen doch tagtäglich, uns mit Ihrer Angstpolitik einen großen Gefallen zu gewähren und das Volk vor großem Unheil zu bewahren. Ich stelle hier die Frage, warum haben Sie bis dato Tabak und Alkohol nicht verboten? Liegt es etwa an den enormen Steuereinnahmen, die auch Ihre fetten Diäten finanzieren? Warum höre ich von Ihnen nicht einmal in einer Ansprache, dass wir mittlerweile Corona bestmöglich medizinisch versorgen können und seit Ende April diesen Jahres im Landkreis Altötting niemand mehr an Corona verstorben ist? Wäre nicht genau das die Aufgabe eines Volksvertreters, sein Volk zu informieren? Aber zum Schutz ging und geht es Ihnen nicht. Sie benehmen sich vielmehr tagtäglich als arroganter Zuchtmeister, der uns nach alter Foltermanier Daumenschrauben anziehen will und lachen uns noch dreckig aus dabei. Jedoch, seien Sie sich gewiss, täglich erkennen mehr und mehr die wahren Hintergründe und wir werden uns alle an Sie und Ihre Kollegen erinnern. Dieses Versprechen gebe ich Ihnen, so wahr mir Gott helfe. Danke. Thank you.
Altenhöfen vor oben, weil wir es alle prallen. Ja, die sogenannte Krise werden wir dann halt schon selber bezahlen. Unsere Regierung macht grad, was sie will. Lockdown-Grundrechtsstutzen ganz alle gefallen. Andere Meinungen werden einfach nicht gehört. Öffentlich diffamiert und im Internet gleich gesperrt. Den armen Stefan Kohn aus dem BMI, den haben sie einfach rausgeschmissen. Ja, warum? Frage mich. Taten die Medien für eine Gebühr mal richtig recherchieren, dann müssen wir überhaupt nicht demonstrieren. Warum? Wegen diesen Corona-Maßnahmen, wegen den Shutdowns, wegen den Wirtschaftskrisen. Die haben nichts mehr zu fressen jetzt deshalb, ja? Das afrikanische Kind in der Kobaltmine ist für unsere Politiker weniger wert als, als der deutsche, europäische Corona-Infizierte. Und ich frage euch, wenn das kein Rassismus ist,
dann weiß ich auch nicht, was dann Rassismus sein soll. Und deshalb möchte ich diesen Rassismusvorwurf mal ganz klar an unsere Regierungen und Politiker zurückgeben. Dankeschön. Ich möchte mich jetzt bitte krank schreiben lassen, weil ich ja an einer Schule tätig bin und hier Maskenpflicht herrscht. Ich habe mich dann bei meiner Krankenkasse vorher schon mal kundig gemacht, weil der Schulleiter mir das ja früher schon empfohlen hatte und gesagt, ich bin gesund, ich bin arbeitswillig, ich bin arbeitsfähig und ich weiß nicht, ob das geht. Ich habe mich an meine Krankenkasse gewandt und das ist für alle wichtig. Also wenn euch Arbeitgeber mit diesem Hinweis kommen, die Krankenkasse hat mir schriftlich gegeben, dass Sie da in den Betrug reinkommen. Wenn Sie gesund sind und nur wegen der Maske eine Krankmeldung wollen, dann ist es ein Erschleichen von Sozialleistungen. Hallo? Eine Rechtsanwältin hat mir diesen Tipp gegeben und wir haben natürlich darauf auch reagiert und gesagt, jetzt stehen wir wieder auf der Straße und wir hoffen, dass das wie 89 friedlich bleibt, friedlich bleibt. Jetzt stehen wir gemeinsam auf der Straße, weil es gesamt Deutschland auf dem Asphalt schreit. Wir sind nicht rechts, wollen schon gar nicht die Mitte sein. Wir wollen, dass ihr da oben endlich versteht, um was es geht. Einigkeit, Recht und Freiheit, aus Deutschland auf unser Land. Es klingt wie eine Linie, die man hat uns nicht schon aberkannt. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Thank you.
Thank you.